Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Together Raft mit der lieben Salome und Sira und mit mir Drago und mit Halvir. Hallo, der uns fleißig Eier legt. Halvir, Komm, unser weiß Haustier. Bescheid. Hi. Hi. Bidubidadio. Bidubidadibidu. Blue, double D, double die, double D, double Dauer. Schmeiß Ja. Aua. Oh, wir müssen weiter nach oben. Oben Was? ist. Nach oben? Ja. Ja, welche Richtung? Was ist denn für dich oben? Ja, oben, da wo ich gerade nach geradeaus gucke, das ist für mich oben. Was Oh hinter mein mir ist, Gott. ist dann unten. Ja, wow. Kannst du fliegen, Silver? Bring mal das Floß zum Fliegen. Da musst du nur genug Bohnen essen. Och, Ja. Mäuschen. Und Bist sich du dann schon hungrig? unter das Floß klemmen. Komm her, Und mein dann kleines. geht's rund. Mein kleiner Hunger leider, du. Oh. Hat jetzt eigentlich jemand mal das Solarding aufgebaut? Nö. Welches Solarding? Ja, Salome hat die ganze Zeit gesagt, sie hat so ein Solarding gebaut, wo sie es hinstellen soll. Da hast du nur gesagt, gar nicht. Ich bin ernsthaft da durchgefallen. Ernsthaft heruntergesprungen? Ja. Hab ich gar nicht. Ihr lügt. Doch, hast du. Hab ich nicht. Wir haben Videobeweis. Ja. Habt ihr nicht. Doch. Seid still. Nein. Hat. Doch. Nein. Hallo. Hi. Ich fühle mich gemobbert. Gemobbert. Ja. Ja. Dann mobb dich mal weiter. Halt die Schnur. Kann ich nicht. Du bist richtig, richtig doof. arschig. Ich gehe wieder zu Halvia. Tschüss. Er braucht wieder Liebe. Ja. Ja, arschig bin ich immer, das bin auch ich. Als ob du jemals arschig bist. Ich. Nee. Doch. Das unarschigste Wesen auf diesem Planeten bist du. Nee. Hui. Ein Definitiv Löwe. nisch. Und geht's Halvir gut? Ja. Der gockelt da fröhlich vor sich her. Wir brauchen Seetang wieder dann, ne? Oh, oh, Alter, hallo, habt ihr das Baby. alles schon aufgebraucht? Ja. Uiuiui. Noch knapp 400 Meter. Herr Fischer, Herr Fischer, wie tief ist das Wasser? Womit? Wie kommen wir da rüber? Zu Fuß. Wo drauf denn? Auf dem Zum Meeresboden mit Holzbrett. Beton schon. Mit Betonschuhen. Aber hey, Fischer, da geht doch ute. Wir Ich Wumpe. weiß. Herr Fischer, wollen Sie so eine Mörder werden? Wieso? In Neuss? Ich bringe euch In nicht. Neuss? Ich bringe euch nicht um, sondern ins Wasser. Es war aber dein Vorschlag. Muss man ja nicht Du machen, ne? Mörder. Muss man ja nicht machen, ne? Denn sei nicht so vertrauenswürdig mit deiner Schweinemaske. Hui, ein Brummi. Bist du mein kleines Brummilein? Nee, warte, falsch. Geh jetzt baden. Sie sagt, sie geht baden und ich falle durch den Anker Oh, mein durch. Hier ist ein Knutschi. ganz böser Sog. Ich komme hier nicht mehr raus. Jetzt. Ich wut raus, ich wut raus. Ich will rein, ich will rein. Lass das Noch sein, lass das sein. 300. Noch Aber was 300. wedelst du Oder denn kommst so du, heftig kommst mit deinem schon. Schwanz, Junge? Was ist mit meinem Schwanz? Kovu wedelt gerade extremst mit seinem Schwänzchen. Ich sehe schon auf uns zukommen. Oh ja, wirklich? Da. Oh ja, ich sehe es auch. Es ist die Wo? Bohrinsel. Wo denn? Da. In welche Richtung denn? Südwesten. So. Südwesten. Ah. Oh ja! Ihr riesige Antenne. Kovu, hör auf damit! Die riesige Antenne. Ich hab uns mal.
Die Riesenantenne. Hast du da was auf dem Bildschirm gesehen, Kollege? Er sprang auf einmal auf meinen Tisch und guckte auf den Bildschirm. Ich glaube, du hast die Solardingens auf Ladebummens falsch rumgesetzt. Warum? Weil man sich da hinstellen muss, um die Batterie draufzulegen. Oh. Ja, Batterie ist um. Ich dachte, och, Alter, ich dachte, wenn da dann die Sonne drauf scheint, ist das doch so ganz gut. Ich habe uns mal Flossen bzw. Taucherflaschen gemacht. Hä? Flossen bzw. Taucherflaschen? Ja, was denn jetzt? Ja, nur zwei Flossen konnte ich herstellen, mehr nicht. Ja, okay. Was macht man da nochmal? Ist man schneller, oder? Ja. Ja, mit den Flossen ist man schneller und mit der Taucherflasche kannst du länger umgehen. Ja, das weiß ich. Logischerweise. Ja, warum ist das mit den Flossen dann bitte unlogisch? Doch klar, ja, dass das schneller ist. War ja nicht unlogisch. Ich habe ja nur gefragt. Ja. Was war, denn? Ach so! Ja, ich war gerade ein bisschen verwirrt. Mein Charakter steht hier in Third Person und dann steht einer vor mir von euch und einer läuft da hinten lang und ich sehe auf einmal drei Menschen und ich dachte, das, hä, wo kommt der dritte her? Weil ich noch in Third Person war. Hat sich jemand dazu eingeloggt? Wie dumm die laufen einfach. Allein deswegen kann man schon kein Third Person nehmen. Deswegen vermeide ich es, euch anzugucken. Starr. Ich habe immer das Gefühl, wir kommen nicht richtig da. Doch. Ja? Vorhin war es nur im Nebel verborgen. Jetzt sieht man schon den kompletten Umriss. Halbe, hast du ein Ei gelegt? Ja. Ah. Aber warum schwimmen dann die ganzen Teile an uns vorbei? Anstatt dass sie auf uns zukommen. Ja, das ist eine gute Frage. Dann reicht wohl ein Segel langsam nicht mehr aus. Für dieses Geschöpf, was wir hier haben. Ich will die Motoren haben. Ja. Da werden wir auch irgendwie 6 oder 7 Stück brauchen. So wie auf der anderen. Voll geklatscht bis nur das Dach einfach. Ja. Wie entfernen wir uns davon gerade? Ja, deswegen sage ich doch. Ja, warte doch ab. Ich mache ein zweites Segel, Leute. Ich kann auch eins machen. Ich hab schon. Ich auch. Ich hab's doch richtig rumgemacht. Dann haben wir halt 3. Ist doch gut. Ist doch nicht schlimm. Ich kann ja mal eins noch oben zu dem Dingens hinmachen. Jetzt ist sie wieder voll im Nebel verschwunden. Na, da entfernen wir uns. Deswegen sage ich ja, wir brauchen noch Segel. Calvi hat schon wieder ein Ei gelegt. Er ist fleißig, er mag uns. Wir gehen davon weg. Wir schon kommen noch bald hier. Ich will dahin. Nicht davon weg. Na, jetzt kommen wir näher. Yep. Jetzt haben wir 4 Segel oder so. Ich paddel zusätzlich noch. Ja. 5 Segel. Oder? Ja. Wir sind halt gerade voll gegen die Strömung. Ich glaube, das ist halt... Ja. Paddel braucht Planke, Kunststoffseil.
Gang ist so hart. Achtung, gleich macht's Puff. Gleich habe ich es in dem Gesicht. Ich gehe mal zum Anker. Bin ja schon da. Oh. Nicht so ja dicht. Anker okay ist gelichtet. Voll weit weg. Okay, warte. Anker ist wieder oben. Jetzt besser? Ja. Ja. Hoppi. Haben wir denn hier was Interessantes? I got you, Bruce. Okay. Ah, guck mal. Caught a shark. Named him Bruce. Wo ist denn die Taucherausrüstung? Oben bei den, ich glaube, Sachen drin, ganz hinten sonstiges, habe ich es, glaube ich, reingetan. Und die Schwimmflossen? Dürften ein paar auch da sein. Nein. Nee, ich hätte eigentlich da reingetan. Nein. Also ein paar habe ich einstecken, das weiß ich. Bist du schon nach oben? Da hat Sira sich das zweite wahrscheinlich genommen. Nee, ich habe noch gar keins davon genommen. Dann hast du das noch nicht reingesteckt, Chrissy. Das ist hier nicht. Ach, scheiße, ich hab's einstecken. Tut mir leid. Ich seh's gerade. Bist du schon nach oben jetzt gegangen? Ich weiß nicht. Ein Stock. Ich glaube, ein Stöckerl nach oben bin ich gegangen schon. Hi. Hi. Komm ich jetzt weiter hoch? Unten ist auch nichts. Keine Ahnung, wie das nochmal war. Ist schon wie sehr lange her. It's true. Wie kam man denn nochmal da hoch? Hallo. Huch. Blub. Wie war das noch? Ich weiß, man ist dann da oben rüber gelaufen, aber wie kam man denn von innen hoch? Ah, okay, da gibt's eine Treppe. Ich habe eine Treppe gefunden. Komm ich jetzt von außen hoch? Ah, jetzt hat's geruckelt kurz und jetzt bin ich wieder runtergefallen. Heißt A, werde ich um Hai gefressen, werd halber. Ja, passt doch. Hiya! Hiya! Hallo! Utopia! Und ein Bauplan für eine Stirnlampe. Die wir nicht mehr brauchen. Und noch mehr Notizen. Ja, die wir alle brauchen. So. That was. War nicht auch das Büro irgendwo? Ganz oben? War das nicht das Büro? Ja, wir waren doch ganz oben. Das war doch hier. Hier waren Notizen und neue Koordinaten. Das hat das mit der Stadt da, das, ne? Glaube ich, ja, oder? Ja, genau. Hui! 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 So, da können wir schon weiter. Wow. Was took, won't, won't be back. Achso, nimm das Boot. Ich werde nicht zurückkommen. Was für ein Boot? Hier ist kein Boot. Untergegangen. Au. Nee, unter Wasser war nix. Doch, da war ein Koffer gewesen mit Notizen. Der Hai hat mir ins Bein gebissen. Oh, dann beißt zurück. Oh, hier ist... Oh.
Alter, ein Scharnier und Glas. Alter, wow. Ja, hier unten unter Wasser unten in so einem Räumchen war noch Zeug drin. Hä, wo ist denn da ein Räumchen? Ach, da. Unter Wasser. Ich bin ganz tief geschwommen. Oh, hier ist auch noch Zeug. Muss mich nur sputen. Oh, noch eine Kiste. Boah, geil. Ein Paddel. Yay. Ich habe ein Paddel gefunden unter Wasser. Oh, schnell, ich brauche Luft. Luftig, tralalalala. Hier kommt der Hai. Was ist los, Ableben da? Das singt wahrscheinlich der Hai gerade. Ja. So, was habe ich denn alles gefunden? Ja. Hier Glas und hier. Oh, ich habe 4 Bolzen und 4 Scharniere. Cool. Und ein Rezept für Haihappen. Wow. Ja. Jetzt habe ich die. Flossen der Bauplan kann wieder weg. Jetzt sind die Flossen auch drinne. Jo. Ick. Was 5998? Nein, den hätte ich gerne noch hier. Oh Gott, wir haben schon wieder ein Ei gelegt. Also das Deluxe-Wells haben wir, glaube ich, schon. Ja, das kann weg. Guck mal, Hai, du kriegst ein geiles Rezept. Bitteschön. Ich habe mal dieses 5998 eingegeben. Ja. Das ist unsere nächste Station. Aber ich muss nur noch eine Batterie. Müsste ich normalerweise noch bauen. Kann ich aber nicht. Ja, du kannst auch einfach aufladen. Ja, doch. Ich bräuchte eine zum Aufladen, eine zum Reintun, weißt du? Ja, stimmt. Kupferbarren bräuchte ich dafür. So, sollen wir schon mal die neue Koordinaten entgegenreiten? Mach mal, ja. Okay, dann muss auf circa Nordwest müssen die Segel gestellt werden. Kann das mal einer grad machen? Ja, die hier schreien. Wir sind ja dabei. Man muss ja nicht immer schreien. Ist ja Jugend, weiß ich ja nicht. Hi. Der Anker noch? Hab ich. Du hast den Haken in der Hand, ich sehe nichts. Ja, müsste so passen. Ich habe schon die Tauschbatterie dabei. Bitte. Ah, the battery is charging, 24%, 28%. Das geht schnell. Cool, 32%, nice. Hey, das geht schnell jetzt. Juhu, ich glaube, wir brauchen noch ein paar Paneelen mehr. So 2 oder 3 Paneelen, ich glaube, das reicht. Ich denke nicht. Hallo, Halvier.
Tschüss, Insel. Tschüss, danke für deine Gaben. An denen werden wir uns laben. Und wir werden sie ehren. Nein, verzehren stimmt nicht. Ich habe gesagt ehren. Ja, aber darauf würde sich rein verzehren und das geht nicht. Nee, ich glaube, essen wollen wir das nicht. Wir wollen uns mal nicht beschweren. Genau. Und halten sie in Ehren. Genau. Dagegen können wir uns nicht wehren. Nein. Und dann kommt der Jochen, denn wir haben ihn gerochen. Ihr dürft uns bald mal wieder beehren, was? Ich habe eiskalte Hände. Musst du mal das eiskalte Händchen spielen? Dann macht er warme Gedanken. Nö. Bewundere Noki, dann wird dir schon warm. Wenn der Charakter hier mal aussehen würde wie Noki, wird's ja gehen. Tschüss. Was, tschüss? Bin und irgendwie... Ach, ah, hi, hi. Hä? Ich bin ins Loch gefallen. Also heute, ne? Heute fallen sie alle in Löcher. Chrissy. Ja? Nein? Schau ihm in die Augen, Kleines. Was, wem? Ich hab was im Messenger geschickt. Ach, wo? Ist dir immer noch kalt? Nö. Jetzt muss er erstmal ganz schwer überlegen, weil sie sagt, eigentlich ist mir ja doch kalt. Wenn ich jetzt aber sage ja, dann ist sie beleidigt. Nö. Ja. Mhm. Du hast einen Fisch in der Hand. Ich weiß. Hast du was dagegen oder was? Nö, ich wollte es erwähnt haben. Er hat schon jetzt den Fisch da reingetan, weil er plötzlich nicht mehr in deiner Hand war. Es ist ja nicht so, dass ich andere Möglichkeiten habe. Ihn zum Beispiel essen. Oder einfach den Slot wechseln. Es sah nur gerade so aus, wie, weißt du, du hast den Fisch nicht mehr in der Hand. Hübsi. Nack. Nack. Entschuldigung, es war meine Brille, die ich gerade putze. Also der Wimpel, der zeigt ja auch mal überhaupt nicht die richtige Richtung an. Hi. Hi. Oh. Wahrscheinlich gerade hinter mir kurz. Eine Kerzenflasche. Yay. Geil. Das brauchen wir. Ja, auch noch nass mit Wasser drin. Stimmt. Kulisse, ne? Die ist echt ein Traum. 360 Meter entfernt. Ja, kommt hin. Ich gebe mal Daumen. Ach, das ist der Hai. Ah. Ja, was ist der Hai? Der blaue Punkt, der mir abends mal angezeigt wird, wo ich mir denke, was ist denn das? Wow, das merkst du erst jetzt? Ja. Wahnsinn! Wahnsinn! Doppel-Eier-Pilze.
Das cremt. Topfrucht. Ah. Erstmal Beine strecken. Zurücklehnen. Und das Wasser treiben lassen. Quatsch. Oh, und schon wieder ein Ei gelegt. Ja. Und Halvir denkt sich so, ich sollte aufhören dabei zu schreien. Sonst nehmen sie mir alle meine Babys weg. Ja. Ich glaube, das ist das Radio. Ja, furchtbar. Ach, diese Stille. Totenstille. Totenstille. Noch schönere Atmosphäre. Wunderschön. Lauter. Wow. Ich sehe ich gerade wie Zombie. Hallo, Halvia. Ich habe ihm schon seine Eier geklaut. Jetzt ist er eierlos. Der Arme. Er hatte mal Eier. Er hatte mal welche, ja. Und jetzt ist er eilos. Geiler Fisch. Ja, ne? Das ist der eilos, geiler Fisch. Oh, Zugvögel da oben. Was? Da oben. Oh, da. Oh, die sehen aber scheiße aus. Ja. Die flattern ja wie Kolibris mit ihren Flügeln. Ja, sieht aus wie so Bildfehler. Ja. Ist wahrscheinlich auch so. Ich glaube, die flackern eher. Oh, da guck mal, da drüben ist auch eine große Insel. Da Trüppe. Da Trüppe. Ach, da. Oh, die steuern mir gerade nicht zu, ne? Mm-mm. Ah. Frischer Fisch. Frischer gebratener Fisch. Der Schlacks hier. Die Dinger sind schon wieder voll. Okay. Was macht ihr da? Ach so, ihr spielt ein bisschen. Willst du auch mitspielen? Ich hab keinen. Da. Neben dir liegt einer. Das ist eine Bazooka. Ich bin weg. Yeah, victory! Ja. Ja. Stell dir mal vor, du bist wirklich auf so einem Floß, ja? Ich glaube, irgendwann mal würdest du anfangen, nur sowas zu machen. Ja, das glaube ich auch. Tschüss, große Insel. Man sieht sich bestimmt irgendwann mal wieder. Oh, da kommt die Kiste. Nein, die Kiste. De. Ich habe nur de gehört. De. Ey! Lieber mich! Ja. Jo. Du Arsch Alvier, mit Segelohren. Alvier, erzähl mal was. Du Arsch mit Segelohren. Arsch mit Segelohren, ja. Putz. Ein Arsch hab ich. Segelohren auch. Ja, deswegen bist du ein Arsch mit Segelohren. Wie gönn ich's, vom Hai gefressen zu werden?
Okay, das nehme ich zur Kenntnis. So. Zur Kenntnis genommen, aber scheißegal. Genau, so sieht's aus. Ist mir doch egal, ist mir doch egal. Haben wir noch Schüsselchen irgendwo rumliegen? Ist mir egal, egal, ist mir egal. Egal, keine Arbeit, ist mir egal. Kein Geld, ich... Mie? Das hab ich nicht gehört, so. Ja, euch? Ach, da haben wir Schüsselchen. Ich hab dir was vor deinen Füßen gelegt. Mauweu. Nee. Mauweu. Weiß wo. Oh, hä, schon wieder eine Kerze? Zwei Stück. Einfach dahingestellt, ey. Ja, zwei Stück. Ich habe Omelettes gekocht. Omelette. Alter, wer macht da was kaputt? Du hast die Kinder von Halbier zu Omelette verarbeitet. Ja. Und sie sind sehr köstlich. Jetzt wissen die Zuschauer übrigens, warum diese Vögel immer so gucken. Ja. Ey, nicht wegschmeißen. Insektennetz. Dieser Feuerkorb sieht interessant aus. Ja, den habe ich schon hingestellt. Okay. Ein Kamin haben wir auch. Yes. Schöne warme Ohrsch. Yes. Ein Ei, like oder like? Ein Ei. Blumen. Knull, 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 knull. Also dekorationsmäßig hast du jetzt echt viel mehr Auswahl als früher, ne? Ja. Paar Lacken. Kakerlaken? Paar Lacken, Flacken. Paar Lacken. Rede Deutsch, dann weißt du was, dann weiß ich, was du willst. Flacken. Flacken. Mhm. Jetzt wissen wir es auch noch mehr. Flacken für die Kakerlaken. Da hat jemand das Wasser nicht Locken aufgefüllt, oder? Doch, hab ich. Oh, ja. Nee. Dann so, ah, dann sah es nur leer aus. Sind wir noch auf QS? Auf QS? Auf QS guckst du mal. Weil wir segeln da an was Großen vorbei, deswegen frage ich. Aber ich glaube, das dürfte sein. Ja, ich glaube, das ist noch zu weit weg. Ja, das ist noch 600 Meter, 630 Meter noch. Okay. Da kam schon an der Hai. Er wollte an dein Ei. An Halbiers Ei. Wie er meint. Jetzt waren wieder voll. Schlafzimmer sieht auch schicker aus. Jetzt mache ich nochmal einen Teppich. Schlafzimmer. Mhm. Oh. Wie leuchten denn die Lichter kennen? Das frage ich mich auch. Die sind nur aus Seil und Kunststoff. Wow. Das sind Glühwürmchen. Ja. Gefangene Glühwürmchen. Das weiß doch jeder. Ja, genau. Man hat Glühwürmchen einfach eingefangen. Genau. Warte mal. Ich kann mich nicht entscheiden. Merk's. Wir schlafen. Gute Nacht. Wenn nicht. Bin noch beschäftigt, Herrgott. Dann halt nicht. Ich bin noch beschäftigt, Herrgott. Ich lümmel mir auf eine Couch. Ah. Jetzt 480 Meter. Was? 480 Meter. Okay. Wir kommen der Sache langsam näher. Ich finde das übrigens sehr interessant, dass immer wieder so ein Wasserschwall durch das Wohnzimmer fegt, der Kamin davon aber nicht ausgeht. Der ist halt krass. Das ist Magnesiumfeuer. Das ist ein sehr krasser Kamin, ja. Vielleicht doch Magnesiumfeuer. Guck mal, wie er nochmal auf dem Sessel sitzt. Oh, so ganz gechillt. Ist doch schön hier.
Ja, habe ich schnell eingerichtet. Ja, hast du super gemacht. Rübsche. Da schwamm gerade eine Plastikflasche durch Halbiers Gehege. Wir sollten das bald erreicht haben. Ich bin nicht schuld, dass er geschrien hat. Er hat ein Ei gelegt gerade. Hätte ich auch gesagt. Er ist gehopst, hat geschrien und dann lag auf einmal ein Ei da. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Oh, ich glaube, ich kann was sehen. Yay! Oh, ist es das Schiff? Möglich. Ich glaube, wir fahren irgendwie dran vorbei gerade. Ja, das könnte das Schiff sein. Ja. Wir sollten die Segel jetzt auf Norden ändern. Ja, die Segel müssen jetzt auf das Schiff ausgerichtet werden. Auf Norden? Ja, da, wo das Schiff halt ist. Welches Schiff? Ja, das Schiff, wo wir jetzt drauf zufahren, wo wir als nächstes hin müssen. Oh. Ach ja, da waren wir ja schon mal drin, drauf. Ja. Ja, da kommen diese komischen Ratten mit Kringelschwänzen. Mhm. Guck mal, ich habe ein Ei in der Hand und das ist noch warm. Noch frischer, glaube ich, geht's nicht. Ich sehe nichts mehr. Als wäre es jetzt verschwunden irgendwie. Also ist bestimmt der Nebel. Ja, ja. Also ich sehe es noch. Und ich sehe auch einen Felsen im Wasser, der auf uns zukommt. Also das Schiff ist jetzt, für die Leute, die hier zugucken und das vielleicht noch nicht kennen, das Schiff ist jetzt so die erste Station, wo man auch ein Rätsel lösen muss, damit man, sag ich mal, das durcharbeitet. Da muss man nicht einfach nur durchmarschieren und alles looten, was man kriegt, sondern da muss man tatsächlich so Schlüsselkarten finden und muss auch was bauen und was craften innerhalb vom Schiff, dass man andere Türen aufkriegt und muss da Hinweise finden, wie zum Beispiel Codes für ein Tresor oder sowas. Also ich glaube, da werden wir ein bisschen länger tatsächlich bleiben, als nur schnell rein, alles looten und wieder abhauen. Das wird ein bisschen längerer dauern. Deswegen würde ich sagen, wir beenden jetzt auch die Folge, weil wir 38 Minuten haben. Yep. Schon wieder, mein Gott, geht das ja mal schnell. Deswegen, wir haben schon wieder 6 Folgen. Wow. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und ciao. Tschüss.